Herzlich willkommen in der Urania Berlin zur Veranstaltung Welche Grenzen brauchen wir? Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl. Heute früh kam im Deutschlandfunk eine Nachrichtenmeldung, und zwar, dass vor der Küste Tunesiens 23 Menschen in einem Boot kommend aus Afrika ertrunken sind. Sie hatten versucht, von Libyen aus nach Italien zu gelangen. 70 Menschen wurden gerettet, 39 weitere Migranten, die sich auf einem anderen Boot befanden, das vor der Küste von Sfax sank, konnten ebenfalls gerettet werden. Gemeldet hatte das die Nachrichtenagentur Reuters nach einer Information der Hilfsorganisation Roter Halbmond. Vor 2 Jahren, 2019, flohen insgesamt 100.000 Menschen über das Mittelmeer in die Europäische Union. Das sind, wenn man es berechnet, etwa 280 Menschen pro Tag. Fragen tauchten damals auf. Werden es bald noch mehr sein? Sollte man sie stoppen? Wer hat das Recht oder die Pflicht, das überhaupt zu entscheiden? Dass Grenzen, humane Grenzen, möglich sind, darüber werden wir heute sprechen. Denn Grenzen beibehalten bedeutet nicht automatisch, dass man sich vor den Problemen abgrenzt. Wir werden auch darüber sprechen, welche Rolle Empathie und Angst vor Kontrollverlust bei den politischen Entscheidungen eine Rolle spielen werden und wie eine Politik aussehen könnte, die Fakten und Emotionen gleichermaßen bedenkt. Ich freue mich heute auf den Migrationsexperten Gerald Knaus, der bereits am Rednerpult wartet und der Ihnen gleich sein neues Buch vorstellen wird. Welche Grenzen brauchen wir zwischen Empathie und Angst, Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl? Das ist im vorigen Jahr im Piper Verlag erschienen. Und ich glaube, das hat einen wichtigen Beitrag gebracht zur Asyldebatte. Zu Gerald Knaus ganz kurz. Er ist Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative, ESI, und Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations. Er hat Philosophie studiert, Politik und internationale Beziehungen, und das in Oxford, Brüssel und Bologna. Er ist und war 5 Jahre Associate Fellow am Kerr Center for Human Rights Policy der John F. Kennedy School of Governance in den USA. Und mit diesen Kompetenzen ausgestattet, wundert es nicht, dass er heute ein international bekannter Experte ist. Er berät Regierungen und Institutionen in Europa bei den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte. Die Veranstaltung ist eine gemeinsame Veranstaltung mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und der Übertitel der Veranstaltung ist Globales Denken und Handeln im 21. Jahrhundert. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt zum Vortrag kommen. Sie können Fragen stellen über Slido, und zwar über die Internetseite www.sli.do/de. Und der Eventcode, den Sie eingeben müssen, ist in Großbuchstaben FES4. Und falls Sie es nicht so schnell mitschreiben konnten, gehen Sie bitte auf die Seite der Urania, urania.de, ist vielleicht einfacher zu merken. Gehen Sie zur Veranstaltung des heutigen Tages, und ich glaube, da ist auch ein Link nochmal, also Sie finden dann die Daten nochmal. Und jetzt freue ich mich auf den Vortrag von Gerald Knaus, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke der Urania und der Friedrich-Ebert-Stiftung und Ihnen allen, die hier zuschauen. Es ist eine Freude, und es ist auch immer eine Ermutigung, dass sich Menschen für dieses Thema interessieren. Meine Kollegen und ich arbeiten seit einigen Jahren intensiv daran. Und es geht um diese Frage, die ich auch in meinem ersten Bild schon zeige, die Rettung der Genfer Flüchtlingskonvention. Es geht um eine Idee, die vor genau 70 Jahren in Genf im Juli 1951, also im Sommer vor 70 Jahren, zum ersten Mal Gestalt annahm. Eine Idee, die sich in diesem Versprechen der Genfer Flüchtlingskonvention ausdrückt, dass vertragsschließende Staaten, die diese Konvention annehmen, einen Flüchtling, der verfolgt ist aufgrund verschiedener konkreter Kriterien, also Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit oder politische Überzeugung,
Kriterien, die später erweitert wurden und heute auch die Flucht vor Krieg und anderen Formen von Folter und anderen Formen von Misshandlung beinhalten, dass es Kriterien gibt, die Staaten verpflichten, diese Personen nicht zurückzuweisen. Das französische Wort für Zurückweisungen ist Refoulé und das Nicht-Refoulement-Gebot, wie es auch heißt, bedeutet das. Woher kommt diese Idee? Sie kam, und das war in den Köpfen der Menschen, die das damals verhandelten in Genf, aus den Erfahrungen der Jahre davor. Für viele Jahre waren das, was ich hier zeige, die Methoden, Menschen, die um ihr Leben fürchten mussten, Juden aus dem Dritten Reich etwa, von der Flucht in Demokratien, wo sie Sicherheit gefunden hätten, abzuhalten. Ein rotes J im deutschen Pass war der Vorschlag des Chefs der Schweizer Fremdenpolizei an die deutschen Behörden, um deutsche Juden identifizieren zu können und sie davon abzuhalten, schon 1938 vor der Verfolgung in die Schweiz zu fliehen. Kooperation mit deutschen Behörden war ein anderes strategisches Ziel vieler Demokratien, Belgien, die Niederlande, aber auch die Schweiz vor dem Zweiten Weltkrieg und im Fall der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges. Es wurden damals zwischen der Schweiz und Deutschland Zäune gebaut, wie hier in Lörrach, bei Basel, in Baden. Aber vor allem wurden Zehntausende Menschen, die wussten, dass das Deutsche Reich sie zerstören, vernichten, umbringen, in einem Völkermord auslöschen wollte, Zehntausende, denen es gelungen ist, über die Grenze, die grüne Grenze, irregulär in die Schweiz einzureisen, wurden zurückgewiesen in den sicheren Tod. Und der unter Anführungszeichen zynische Erfolg dieser Politik war eklatant. Während des gesamten Weltkrieges erreichten am Ende nur ungefähr 2200 jüdische sogenannte Zivilflüchtlinge die Schweiz und blieben in der Schweiz. Davor waren nur die erlaubt einzureisen, die ein Visum hatten für die Weiterreise in die Vereinigten Staaten oder anderswohin. Zehntausende bezahlten das Fehlen von Kriterien und dem Willen, sie anzuwenden, um dem Todgeweihte nicht dem Henker auszuliefern. Zehntausende bezahlten das Fehlen dieser Kriterien mit dem Tod. Wo war die Empathie in dieser Zeit? Der Chef der Schweizer Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund, war einmal selbst an dieser Deutsch-Schweizer Grenze und ich beschreibe das in meinem Buch. Er schrieb das in einem Brief an seinen Vorgesetzten, ein Mitglied des Schweizer Bundesrates, wo er sagte, als er da an der Grenze war, hatten seine Grenzbeamten eine Gruppe von Juden aus Belgien aufgehalten. Die waren schon in die Schweiz gekommen. Und eigentlich hätte man sie nach seinen Anordnungen sofort zurückschicken müssen. Aber unter den belgischen und polnischen Juden, die er da vorfand, waren auch Kinder. Und sie blickten ihn an und er sagte dann und schrieb, ich wollte nicht einen Entscheid aus dem Handgelenk treffen und hätte es offen gestanden auch nicht über mich gebracht, da zwei herzige Kinder dabei waren, da ich doch noch glauben musste, die Leute wären in Lebensgefahr. Also angesichts der Kinderaugen beschloss er, diese Gruppe nicht zurückzuschicken, fuhr nach Bern, saß an seinem Schreibtisch. An der Politik änderte sich nichts. Nein, diese Menschen hatten Empathie. Sie waren keine Psychopathen, aber sie hatten beschlossen, diese Empathie zu unterdrücken, weil ihr Ziel in diesem Fall Antisemitismus, Angst vor, wie sie es nannten, Überfremdung, dazu führte zu sagen, wir schicken Menschen einfach zurück. Die Flüchtlingskonvention von 1951 ist das Anti-Rothmund-Prinzip. Rothmund war der Chef der Fremdenpolizei und hier sitzt er an seinem Schreibtisch in Bern. Wenn nun aber heute, nehmen wir mal an, eine Welt ohne Flüchtlingskonvention, jeder Staat wieder Refoulement, das Zurückweisen praktizieren würde, wie damals die Schweiz, dann gäbe es in der Welt keine Flüchtlinge, weil es niemandem gelingen würde, über die Grenzen zu kommen. Und die Definition eines Flüchtlings in der Flüchtlingskonvention ist es, über eine Grenze zu gelangen. Wenn also alle Staaten der Welt zumachen, dann verschwinden zwar die Flüchtlinge aus den Statistiken der internationalen Organisationen, aber am Leid und an der Verfolgung ändert sich nichts. Im Gegenteil, es nimmt zu. Und wenn es keinen Staat der Welt gäbe heute,
der die Prinzipien dieser Konvention auch anwendet. Und dazu haben Staaten wie Deutschland Asylsysteme geschaffen, die sagen, trifft dieses Prinzip, trifft der Zustand der Verfolgung auf eine konkrete Person zu, dann dürfen wir diese Person nicht ausweisen oder abschieben. Wenn Staaten das nicht täten, auch dann gäbe es keine Flüchtlinge. Und genau das ist die Gefahr. Denn genau so kann die Flüchtlingskonvention auch nach 70 Jahren Existenz sterben. 149 Staaten weltweit haben sie ratifiziert. Dort ist sie gültig. Doch wenn die einzigen Staaten der Welt, die tatsächlich Asyl anbieten, Schutz ermöglichen, unerreichbar werden, weil an ihren Grenzen jeder ohne Prüfung zurückgewiesen wird, oder wenn Staaten einfach beschließen, keinen Schutz mehr zu vergeben, dann ist dieses Erbe dieser Erfahrungen, diese große Konvention mit ihrer radikalen Idee des Non-Refoulement Geschichte. Nun muss ich feststellen, und ich werde Ihnen einige Zahlen zeigen, dass die Idee von Schutz auf der Basis von Einzelentscheidungen nach der Konvention, dass dieser Schutz nur durch eine sehr kleine Zahl von Staaten weltweit vergeben wird, auch nach 70 Jahren. Nur ein Beispiel, Schweden mit 10 Millionen Einwohnern hat in den Jahren zwischen 2013 und 2019, also bis zum Beginn der Pandemie, in den 7 Jahren 220.000 Menschen Schutz geboten. Japan, Südkorea, Indonesien, Malaysia, China, Indien, Mexiko, Südafrika und andere, 10 Staaten, die zusammen fast 4 Milliarden Einwohner haben, haben weniger Schutz in diesen 7 Jahren geboten als Schweden allein. Wie kann das sein? Japan hat die Flüchtlingskonvention 1982 ratifiziert. Ein reiches Land. In den über 4 Jahrzehnten seit damals hat Japan insgesamt knapp über 3000 Menschen Schutz geboten. Die Flüchtlingskonvention steht da als Recht, das gültig ist, doch sie spielt in der Praxis kaum eine Rolle. Und hier, Sie werden es nicht sehen, habe ich einen Bericht des UNHCR zu Israel kopiert, der uns sagt, dass es in Israel derzeit über 50.000 Asylsuchende gibt. Auch Israel hat die Flüchtlingskonvention angenommen. Doch die Zahl der anerkannten Flüchtlinge in Israel liegt bei 72. Und viele der 50.000 Asylsuchenden warten seit über 10 Jahren darauf, irgendeine Antwort zu bekommen. Also hier das Beispiel, ein Staat unterschreibt, ratifiziert die Konvention, aber es gibt keine Institutionen, die sie anwenden, weil der politische Wille fehlt, es zu tun. Diese Menschen, diese 50.000, sind vor allem aus Eritrea und Somalia vor 15 Jahren nach Israel geflohen. Und dann gibt es das, die australische Methode, 2013 zum zweiten Mal eingeführt, mit dieser Kampagne des australischen Staates, No Way, kein Weg, niemand, der irregulär kommt, darf nach Australien. Also das Non-Refoulement-Gebot, niemanden zurückzuweisen ohne Prüfung, wird hier offen ausgesetzt. Wie kann es aber sein, wenn nur wenige Staaten der Welt diese Konvention heute anwenden? Wenn in den letzten, in diesen 7 Jahren, ich habe schon auf Schweden verwiesen, Schweden, Deutschland und Österreich, diese 3 Länder allein zusammen mit 1,5% der Weltbevölkerung über 33% des Schutzes nach der Konvention durch Asylverfahren weltweit vergeben haben. Wie kann es sein, dass es dann heute in den Statistiken mehr Flüchtlinge gibt als je zuvor? Schauen wir genauer hin, wie diese Statistiken entstehen. Der UNHCR aus Genf, die Organisation, die im Rahmen der Vereinten Nationen für Flucht und Flüchtlinge und für den Schutz der Konvention zuständig ist, veröffentlicht regelmäßig jedes Jahr Zahlen in einem Bericht. Diese Berichte zeigen, dass in der Zeit zwischen 2013 und 2019 die Zahl der Flüchtlinge, und jetzt nehme ich eine Gruppe aus, die einen Sonderstatus hat, nämlich die Palästinenser, die deren Vorfahren vor 1948 geflohen sind, die werden immer noch gezählt, aber die Zahl der Flüchtlinge, für die der UNHCR zuständig ist, und das sind heute ungefähr 20 Millionen.
Und im Jahr 2013 waren es 11 Millionen. Also diese Zahl hat sich verdoppelt. Wo sind diese Flüchtlinge? Wer hat sie aufgenommen? Wie kamen sie über die Grenzen? Ich habe hier die Liste aller Länder und was sich dort in den letzten Jahren getan hat. Und was Sie sehen, ist von den 9 Millionen Flüchtlingen zusätzlich, die seit 2013 in der Welt vom UNHCR gezählt wurden, ist ein Drittel in einem einzigen Land, der Türkei. Also ein Drittel aller zusätzlichen Flüchtlinge seit 2013 in der Welt wurden in der Türkei aufgenommen. Ein Drittel, drei Millionen. Eine weitere Million in Deutschland, die über die Türkei nach Deutschland kamen. Noch einmal knapp eine Million im Sudan und knapp über einer Million in Uganda. Das sind vor allem Menschen, die aus dem Südsudan dem Bürgerkrieg geflohen sind. Und als fünftes Land Bangladesch, knapp unter einer Million, das sind Rohingyas aus Myanmar, die in einem Jahr ungefähr 800.000 ins Nachbarland geflohen sind. Sie sehen also, von den 9 Millionen zusätzlichen Flüchtlingen weltweit sind 7 Millionen in diesen 5 Ländern. Wie sind sie hineingekommen? Alle diese Länder sind Nachbarländer der Flüchtlinge außer Deutschland. Die meisten Flüchtlinge bleiben in Nachbarstaaten. Wir können es auch so sagen, in den letzten Jahren waren 50% aller Aufnahmen von Flüchtlingen laut dem UNHCR in Europa, also vor allem in der Türkei, 40% in Afrika und 10% in Asien. Die große Mehrheit, ich habe schon gesagt, bleiben in den Nachbarländern. Doch werden sie hereingelassen? Die Türkei, Libanon und Jordanien haben alle drei bis 2015 ihre Grenzen offen gehalten. Als ihnen die Zahl der Flüchtlinge zu viel wurde, haben sie die Grenzen geschlossen. Heute sind Millionen Vertriebene in Syrien, die nicht mehr rauskommen. Es war eine politische Entscheidung. Und Israel traf die Entscheidung, keine Syrer ins Land zu lassen. Und es sind keine syrischen Flüchtlinge nach Israel gekommen. Dass Flüchtlinge in ein Nachbarland fliehen können, bedeutet immer auch, dass dieses Nachbarland bereit ist, sie hereinzulassen. Werden sie dort, wo sie aufgenommen werden, unterstützt? Manche Länder sind reich, aber Uganda, Bangladesch, der Libanon, auch die Türkei mit 3,5 Millionen syrischen Flüchtlingen heute insgesamt. Bekommen sie Unterstützung von anderen Staaten? Eine Möglichkeit, das zu tun, wäre es, die Flüchtlinge aufzunehmen, dass sie nicht irregulär weiterziehen müssen, durch sogenannte Umsiedlung, Neuansiedlung oder das englische Wort Resettlement. Doch wer beteiligt sich daran? Ich zeige Ihnen die Zahlen von diesem Jahr. Und die Zahlen in diesem Jahr sind natürlich aufgrund der Pandemie niedriger als sonst, aber die Länder, die sich trotz der Pandemie beteiligen, sind die gleichen wie immer. Und wenn Sie genauer hinsehen, dann sehen Sie, es sind Schweden, Kanada, die USA, Norwegen und das Vereinigte Königreich. Schweden hat in den ersten Monaten dieses Jahres, 2021, mit der Aufnahme von über 1000 Flüchtlingen durch den UNHCR, durch Resettlement, weltweit die meisten Flüchtlinge durch Resettlement aufgenommen. Also irgendetwas in Schweden, die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, spontan in den letzten Jahren und jetzt wieder die meisten Flüchtlinge geordnet aufnehmen, irgendetwas macht Schweden zu einem Ausnahmefall. Aber auch Deutschland, das beim Resettlement relativ bescheiden ist und insgesamt so viele Menschen aufnimmt wie Schweden, obwohl es natürlich 8-mal mehr Einwohner hat. Auch Deutschland ist bei diesen Ländern dabei. Die meisten Länder der Welt beteiligen sich nicht. Und so möchte ich ein Fazit machen, zusammenfassen, wo wir heute stehen. Wenige Staaten der Welt nehmen Flüchtlinge auf. Meistens sind es die Nachbarstaaten. Kaum jemand gelingt es, nur einer kleinen Zahl weiterzuziehen. Grenzen zu überschreiten ist schwierig. Irreguläre Migration ist niedrig weltweit, weil die meisten Staaten darauf bestehen, irreguläre Migration mit Gewalt zu verhindern. Wenige Staaten vergeben Asyl, selbst Staaten, die die Flüchtlingskonvention unterzeichnet haben. Und es gibt wenig Resettlement, der legale Weg für Flüchtlinge, gar nicht erst ihr Leben in die Hände von Schleppern oder Schmugglern oder kleine seeuntüchtige Boote zu legen und auf legalem Weg sichere Staaten zu erreichen. Das Ganze ist, wie Sie sehen, ein sehr fragiles System nach 70 Jahren. Und würden sich die Europäer abwenden, was bliebe dann?
Warum setzt heute auch Europa auf Abschottung? Sie haben die Zahl schon gehört. Ich zeige Ihnen diese Zahlen, obwohl ich weiß, man kann sich diese Zahlen nicht merken, darum geht es nicht. Ich will nur die Dimensionen erfassen und in meinem Buch finden Sie die Tabellen mit den Quellen. In den letzten Jahren, 2018, 2019, 2020 und auch dieses Jahr, ungefähr, grob gesprochen, kommen 100.000 Menschen irregulär aus Afrika und Asien über das gesamte Mittelmeer in die Europäische Union. Und ich zeige Ihnen anhand eines Beispiels die Dynamik. Das ist Italien. In Italien, im Jahr 2010 kamen ungefähr 4.500 Menschen im ganzen Jahr aus Nordafrika nach Italien. Dann wurden es 60.000, das war ein Rekord damals, vor allem viele Tunesier. Die Zahl fiel wieder auf 13.000, dann stieg sie auf 40.000. Der Durchschnitt ist ungefähr ein Viertel dieser 100.000, die nach Italien jedes Jahr gekommen sind. Das ist eine sehr geringe Zahl für die gesamte Migration aus Afrika. Spanien sind noch weniger Menschen als nach Italien in den meisten Jahren. Eine sehr geringe Zahl für transkontinentale Migration. Aber im Jahr 2013 kam es bei dieser Zahl zu katastrophalen Unfällen. Ein Seeunglück im Oktober 2013. Über 360 Menschen ertranken knapp vor der Insel Lampedusa. Dieser Optiker, der auch in meinem Buch vorkommt, Carmine Mena, war damals mit Freunden in einem Schiff auf dem offenen Meer und am Morgen hörte er auf einmal das Schreien. Er dachte zuerst, es sind Möwen, dann sah er, es waren Menschen. Menschen, die aus diesem brennenden Schiff im Wasser waren, die sich retten hatten konnten, die aber nicht schwimmen konnten, die um ihr Leben riefen. Es gelang ihm, einige Dutzend in sein kleines Boot zu ziehen, unter anderem diesen Mann. Die allermeisten konnte er nicht retten. Und wenige Tage später passiert eine zweite Tragödie, wieder im zentralen Mittelmeer, wieder auf dem Weg von Libyen nach Italien. Ein syrischer Arzt telefonierte, er warnte die Seenotrettungszentrale in Malta und in Rom. Es war auch ein italienisches Schiff in der Nähe, aber das wurde für 5 Stunden nicht in Bewegung versetzt. Das Schiff sank, über 300 Tote, der syrische Arzt verlor seine Kinder. Diese Menschen hätte man retten können, aber man tat es nicht. Dieser Fall ist heute vor einem italienischen Gericht, aber er führte damals zu einem moralischen Appell. Die damalige italienische Regierung beschloss, wir machen etwas anderes. Wir retten Menschen. Der Papst setzte sich dafür ein, schon lange auch hinter den Kulissen und in seinen Predigten. Und es setzte das ein, was man den Rom-Effekt nennen kann. Rom, die Seenotrettungszentrale in Rom, koordinierte ab jetzt alle Rettungen für die nächsten 4 Jahre im gesamten zentralen Mittelmeer. Sie sehen hier, was passierte. Die Zahl der Menschen, die kam, stieg von 42.000 auf 170.000, 150.000, 180.000 im Jahr. Die italienischen Behörden und die Öffentlichkeit feierten diese Retter am Anfang. Es wurden Filme gemacht über das Militär, die da mit ihren Militärschiffen losfuhren, um Menschen vor dem Tod zu retten. Es war die größte Seenotrettungsoperation in der Geschichte des Mittelmeeres. Über 4 Jahre. Es kamen europäische Schiffe dazu, 2016 und 2017 auch immer mehr Schiffe von Nichtregierungsorganisationen. Und koordiniert wurde das alles von der italienischen Seenotrettungszentrale in Rom, die dann den Schiffen die Anweisung gab, jeden, der gerettet wurde, nach Italien zu bringen. Das Ergebnis war 2016 mehr Rettungen als je zuvor in der Geschichte, 180.000 Menschen in einem Jahr gerettet, aber auch mehr Tote als je zuvor. In diesem einen Jahr 4.600 Tote. Warum? Es wurde mehr gerettet als je zuvor, aber die Schmuggler schickten immer mehr Menschen in immer seeuntüchtigeren Booten los, die gar nicht mehr die Chance hatten, irgendein Land zu erreichen. Und gleichzeitig machten sich immer mehr Menschen aus Westafrika, ich habe mit einigen gesprochen, auf den Weg nach Libyen. Viele starben in der Sahara. Das Ziel der italienischen Politik, die Zahl der Toten zu senken, wurde dramatisch verfehlt. Das gelang erst in den letzten Jahren. Mit einer brutalen Politik, die, wie Sie sicher verfolgt haben, darauf hinauslief, dass Italien und die Seenotrettungszentrale in Rom sich aus der Rettung zurückzog. 2018 sagte ein neuer italienischer Innenminister einer rechtspopulistischen Partei, Matteo Salvini, wir lassen niemanden mehr nach Italien. Das Ergebnis, die Zahl der Menschen, die kam viel sofort. Im Jahr 2018 waren es nur noch 23.000, so wie vor der Rettungsaktion und auf dieser niedrigen Ebene blieb es. Das heißt was für das Handeln? Wenn Sie sich so wie
Ich glaube, die allermeisten Menschen fragen, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt nicht mehr Menschen retten, die wir retten könnten. Und gleichzeitig merken, es kann auch nicht sein, dass wir zurückkehren zu einer Politik, wo in einem Jahr 4.600 Menschen gestorben sind. Dann haben sie folgende Optionen. Ein Zurück zur Gleichgültigkeit, wie vor 2014, als jedes Jahr immer noch 1.000 Menschen starben. Das kann es nicht sein. Ein Zurück zur Ära, die Italien mit der Seenotrettungsoperation Mare Nostrum für ein Jahr begonnen hat und die dann weitergeführt wurde, auch von der Europäischen Union, als es 150.000 Ankünfte im Jahr gab und 3.000 Tote im Jahr. Dafür gibt es in Italien keine einzige wichtige Partei mehr in der Opposition und in der Regierung, die sich dafür ausspricht. Und auch das kann es nicht sein mit 3.000 Toten im Jahr. Oder der jetzige Status quo, das, was wir heute haben, das ist ein Schiff, das vor wenigen Wochen auf dem Weg war nach Lampedusa. Und wir sehen bereits, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder einen Unfall gibt mit hunderten Toten, bis wieder so ein Schiff Feuer fängt. Dazu kommt, dass die Zahl gesenkt wurde, weil die Italiener und die Europäer sich heute auf die libysche Küstenwache stützen. Die bringt Menschen zurück. Jeder Zweite, der aufbricht von Libyen, und es sind viel weniger geworden, wird wieder zurückgebracht und landet in Lagern, in denen gefoltert, vergewaltigt und misshandelt wird. Und das Sterben geht weiter. Über 600 sind allein in diesem Jahr, in den ersten Monaten bereits wieder gestorben. Weniger als 2016, aber es ist immer noch die tödlichste Grenze der Welt. Und das bedeutet, dass diese Menschen, die im April, also vor wenigen Wochen, in einem Schiff verzweifelt Notrufe ausgesendet haben, 130 von ihnen, dass diese Menschen, die wir hätten retten können, wären wir organisiert gewesen, gestorben sind. Nein, der Status quo kann es auch nicht sein. Was also ist zu tun? Ich habe heute früh mit einem Freund in Australien gesprochen, der sich dort bei einer der wichtigsten Nichtregierungsorganisationen dafür einsetzt, dass Australien seine Politik der Zurückweisungen in Frage stellt. Aber ich möchte vielleicht kurz erklären, warum das australische Modell in Europa für so viele Politiker attraktiv wurde, wo die Probleme liegen und was eine Alternative wäre für Europa und Australien. Ich beschreibe das im Detail in meinem Buch. Zwischen 2002 und 2008 gab es auf dem Weg zwischen den Nachbarstaaten und Australien, es ist ja ein Kontinent, eine Insel, keine Toten. In dieser Zeit brachten australische Militärs jeden, der kam, auf kleine Inseln, wo diese Menschen einige Jahre festgehalten wurden, unter erniedrigenden Bedingungen. Und das war die Botschaft. Jeder, der kommt, wird dorthin gebracht und keiner kommt nach Australien. Im Jahr 2008 beschloss die australische Arbeiterpartei, diese Politik umzudrehen. Man brachte niemanden mehr auf diese Inseln und die Zahl der Menschen, die kamen, stieg schnell. 50.000 waren es in wenigen Jahren und die Zahl der Toten stieg auf über 1.100 Tote in wenigen Jahren. Diese dramatischen Bilder, die Sie hier sehen, das war ein Unfall direkt vor den australischen Weihnachtsinseln, zu Weihnachten 2010, führten dazu, dass in der australischen Bevölkerung die Mehrheit sagte, die Labour-Partei, die Arbeiterpartei verlor dramatisch an Popularität und die Mehrheit sagte, wir müssen zurück zur Kontrolle. Und im Jahr 2013 entstand ein neuer Konsens. Das ist der damalige Premierminister der Arbeiterpartei und das waren die damalige Opposition, danach Regierungspremierminister und auch der heutige Premierminister der Liberalen Partei. Die beiden großen Parteien in Australien beschlossen beide, wir kehren zurück zur strikten Refoulement-Politik. Alle abzuweisen. Das war die Botschaft. Das ist von der offiziellen Webseite der Regierung. Australia's borders are closed to illegal migration. Australiens Grenzen sind geschlossen für illegale Migration. Und die kamen, die nicht vom Booten zurückgedrängt wurden, was das Militär nun begann, Leute nach Indonesien zurückzudrängen, die wurden auf solche Inseln gebracht wie hier Nauru. Die Zahl der Menschen, die kamen, fiel auf null. Ab 2014 kam kein Schiff mehr bis nach Australien. Es wurden auch keine Menschen mehr nach Nauru gebracht. Die Zahl der Toten fiel ebenfalls auf null. Das ist das Rezept der Australier, das sie in der Welt präsentieren. Die Kosten waren enorm. Ich habe mit Menschen gesprochen, diese 3.000, die auf diese Inseln gebracht wurden, die Politik war, sie zu zermürben, jede Hoffnung zu nehmen. Eine Ärztin der Organisation Ärzte ohne Grenzen sprach im australischen Fernsehen darüber, nachdem die Organisation vertrieben wurde aus Nauru, wie die Situation dort war. Kinder, die keinen Lebenswillen mehr hatten, Menschen, die gebrochen waren. Es gab 13 Selbstmorde. Es war, sagte ein australischer Arzt damals,
der für die Regierung dort arbeitete und er sagte, das, was wir hier machen, ist sinnlos, ich kann den Menschen eigentlich nicht helfen, es war Folter. Dennoch sehen Sie eine Umfrage vom letzten Jahr, sprechen sich weiterhin 69% der Australier dafür aus, diese Politik der Zurückweisung auf dem Meer weiterzuführen. Und über 70% der Australier sagen, für internationales Ansehen ist das entweder egal oder gut. Es gibt heute in Australien niemanden, der das in Frage stellt. Hätte es eine Alternative gegeben? Jetzt fragen Sie sich das sicherlich vor dem Hintergrund der Diskussion in Europa. Was hätten die Australier machen können, was nicht Menschen zermürbt und trotzdem die Zahl der Toten senkt und mehrheitsfähig ist in einer Demokratie? Ja, es hätte eine Alternative gegeben. Im Jahr 2011 verhandelte die damalige Arbeiterpartei eine Einigung mit Malaysien. Und die Grundidee, Malaysien hat das unterschrieben, war, Australien schickt die, die kommen nach Malaysia zurück. Und in Malaysia macht dann der UNHCR, die Vereinten Nationen, Asylverfahren. Und Australien nimmt dafür aus Malaysia eine größere Zahl von Flüchtlingen legal auf. Man würde den Sinn der Reise über das Meer, die Kontrolle wiederherstellen, den Sinn dieser gefährlichen Reise zerstören. Es hätte keinen Sinn mehr für Schmuggler, ihr Produkt anzubieten. Und trotzdem würde Australien eine größere Zahl von Menschen annehmen. Diese Einigung hat damals auch der UNHCR akzeptiert. Hier ist die Presseerklärung des UNHCR, wo er sagte, wir mögen das zwar nicht, aber es ist besser als jede Alternative und wir beteiligen uns. Doch leider wurde sie nicht umgesetzt. Denn es gab damals zwei Parteien im Parlament, die sagten nein. Die Opposition, die jetzige Regierungspartei, die sagte, wir wollen niemanden nehmen aus Malaysia, nicht mehr Menschen nehmen, als wir zurückschicken. Und die kleine grüne Partei, die damals zur Mehrheit notwendig war, die sagte, wir wollen niemanden zurückschicken. Das Ergebnis war das, was ich beschrieben habe, Australien kehrte zur Nauru-Politik zurück, zur Zermürbung, Entmutigung, Abschreckung durch unmenschliche Behandlung. Wenn Australien, und Sie sehen, warum das für viele Politiker attraktiv sein könnte, alle Politiker, die diese harte Lösung vorangetrieben haben, haben davon politisch in Australien profitiert. Der jetzige Premierminister war 2013 Flüchtlingsminister und hat das eingeführt. Wenn Australien Schule macht, ist es das Ende der Flüchtlingskonvention. Wenn alle das machen, was Australien macht, gibt es keine Flüchtlinge mehr, weil niemand mehr ein sicheres Land erreicht. Die Frage ist also, hätte man so etwas wie Malaysia, diese Lösung gemacht, wo Menschen zwar nicht mehr irregulär kommen, weil es sinnlos wird, aber dennoch Anrecht auf ein Verfahren haben, wo mehr Menschen legal übernommen werden, wo niemand durch unmenschliche Behandlung zermürbt wird. Wenn wir heute auf die andere Seite des Atlantiks blicken, in die Vereinigten Staaten, sehen wir die gleiche Debatte. Auch dort gibt es die, wie Donald Trump und sein Migrationsberater Stephen Miller, die davon träumen, ein australisches Modell einzuführen. Die Mauer ist nur ein Element. Denn gleichzeitig hat Donald Trump im letzten Jahr beschlossen, aufgrund der Pandemie einfach jeden, der Amerika erreicht, ohne Prüfung der Asylgründe, einfach nach Mexiko zurückzuschicken. Nun ist Donald Trump nicht mehr der Präsident. Der Präsident ist Joe Biden. Er hat gesagt, er wird die Mauer nicht weiterbauen. Aber diese zentrale Idee der Trumpschen Politik, jeden, der kommt, im Namen einer Pandemiebekämpfung ohne Verfahren zurückzuschicken, die geht weiter. Tatsächlich wurden unter Joe Biden in den ersten Monaten dieses Jahres, Sie sehen es hier im März, über 100.000 Menschen nach Mexiko abgeschoben. Auch in Amerika sucht die derzeitige Regierung einen Weg, Kontrolle zu haben, ohne auf die Methoden Trumps zurückzugreifen. Und wie in Australien ist sie bis jetzt damit gescheitert. Es liegt also an Europa. Kann es humane Grenzen im Mittelmeer geben? Ich komme nochmal zurück, um es zu vereinfachen. Gibt es einen Weg, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht mehr nach Libyen kommen oder in Libyen sind oder in den Händen von libyschen Menschenhändlern auf diesen seeuntüchtigen Booten ins Meer zu stechen, um dann von der libyschen Küstenwache zurückgebracht zu werden? Gibt es einen Weg, das nicht zu tun und trotzdem mehrheitsfähig das Sterben und die irreguläre Migration zu reduzieren? Ja, den gibt es. Und ich diskutiere das in meinem Buch im Detail. Mehrheitsfähige Lösungen, etwa im zentralen Mittelmeer, bedürfen Partner. So wie Australien sich an Malaysia wandte, so könnte sich die Europäische Union an Tunesien wenden. Ab einem Stichtag sollte Tunesien jeden, der dann im zentralen Mittelmeer aufgegriffen und schnell gerettet wird
Und wir sollten die Seenotretter unterstützen, schnell zu retten. Aber ab einem Stichtag sollte jeder, der keinen Schutz in Europa braucht, zurückgeschickt werden nach Tunesien. Jetzt werden Sie sich fragen, wieso sollen die Tunesier zustimmen? Die Frage ist, was bieten wir den Tunesiern an? Visafreiheit für ihre Touristen, mehr legale Stipendien, Unterstützung. Letzten Endes fragen wir die Tunesier nur, ein Signal zu senden, eine kleine Zahl zurückzunehmen, damit, so wie in Australien, die Zahl der irregulär Kommenden schnell dramatisch fällt. Dazu bräuchten wir, wenn wir die Flüchtlingskonvention achten und kein Pushback, kein Refoulement machen wollen, schnelle Verfahren in Malta und Lampedusa. Wir hätten keine Abhängigkeit mehr von Libyen, von Milizen, wo wir wissen, dass sie die Menschen misshandeln. Ist das realistisch? Werde ich oft gefragt. Und dann verweise ich auf diejenigen, die tatsächlich im letzten Jahr nach Italien kamen. Hier sehen Sie, die größte Gruppe waren Tunesier. Ein Drittel aller, die nach Italien kamen, waren Tunesier. Wenn Tunesier etwa Visafreiheit hätten, dann und gleichzeitig sagen, sie nehmen jeden Tunesier, der kriminell wird oder ausreisepflichtig ist, sofort zurück, eine Lösung, die wir etwa mit der Ukraine haben, dann würden keine Tunesier mehr in Boote steigen. Die zweitgrößte Gruppe war aus Bangladesch, Algerien, Pakistan, Ägypten, Marokko. Viele Nationen, wo kaum jemand Schutz bekommt, wo es sich also in den wenigsten Fällen um Flüchtlinge handelt. Tatsächlich war die irreguläre Migration in den letzten Jahren, ich habe schon angedeutet, über das gesamte Mittelmeer aus Afrika sehr niedrig. Und das bedeutet, eine Lösung, wie ich sie vorgeschlagen habe, wäre realistisch. Wenn die Europäische Union, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam mit Malta und Italien und Spanien daran gehen, sicherzustellen, dass faire und schnelle Prüfungen der Anträge dort möglich wären und dass wir den Ländern wie Tunesien und Marokko Angebote machen, Leute nach einem Stichtag zurückzunehmen, wäre das, wie die Malaysia-Lösung Australiens, eine humane Alternative zur derzeitigen brutalen und tödlichen Politik, die die Menschenwürde nicht achtet und gleichzeitig bei Mehrheiten in Europa als scheinbar alternativlos immer mehr Zuspruch findet. Man erreicht weniger Tote, indem man die Zahl der irregulär Kommenden, die keinen Schutz brauchen, senkt. Und die Mehrheit jener, die Schutz brauchen, legal einreisen lässt. Ohne Seenotrettung geht es nicht. Aber Seenotrettung alleine genügt auch nicht. Wir brauchen eine Strategie. Was also tun? Irreguläre Migration über das Meer reduzieren durch schnelle Verfahren. Kooperation mit anderen Ländern, denen wir dafür etwas anbieten. Und legale Wege durch mehr Resettlement für Flüchtlinge. Also Einigungen mit Ländern, die jene, die keinen Schutz brauchen, zurücknehmen, Migrationsdiplomatie und Rückführungsrealismus, dass wir klar sind, wir schieben eine kleine Zahl von Menschen nach Prüfungen ab, nach qualitätsvollen und schnellen Asylentscheidungen. Ich zeige Ihnen hier noch, warum das mit dem Realismus bei Abschiebungen so wichtig ist. Italien hat in den letzten Jahren Zehntausende abgelehnt, jedes Jahr. Abschiebungen gab es praktisch keine. Es ist nicht nur Deutschland oder Frankreich oder Schweden oder Spanien, Italien, alle Länder Europas schaffen es nicht, Menschen vor allem nach Afrika zurückzuschicken. Man braucht also Realismus, Stichtage, Kooperation und mit möglichst wenig Abschiebungen das erreichen, worauf es ankommt. Und hier fasse ich alles zusammen. Das ist das letzte Bild in meinem Buch. Humane Grenzen und Kontrolle. Ein humanes Dreieck. Verfahren, Rückführungen ab Stichtag, Aufnahme durch Resettlement und Hilfe in Erstaufnahmeländern. Mein letztes Beispiel ist das. 1979 kamen Hunderttausende Vietnamesen mit Booten zu den Nachbarländern in Asien. Damals hat eine kanadische Bürgermeisterin der Hauptstadt Ottawa, Marion Duwar, gesagt, wir können 4000 dieser armen Menschen aufnehmen. Daraus entwickelte sich ein Programm, das in Kanada seit Jahrzehnten weiterläuft und das heute in Deutschland ein Modell sein könnte. Die kanadische Regierung ermöglichte es Bürgern zu sagen, wir wollen geprüfte Flüchtlinge, Menschen, die Schutz brauchen, aufnehmen. Wir bewerben uns als Paten, ein Sponsoring-Programm, wo Bürger so wie diese hier sagen, wir wollen helfen. Heute nimmt Kanada jedes Jahr 30.000 Flüchtlinge legal auf, darunter 20.000, zwei Drittel durch das Sponsoring-Programm. In Deutschland gibt es sowas bereits als Pilotprojekt. Es ist sehr klein. Es heißt Nest, es hat bis jetzt wenige Dutzend Menschen aufgenommen, aber es ließe sich ausbauen. Nest ist derzeit für 500 Menschen gedacht, Nest mal 40 wären 20.000. Das wäre doch eine humane Idee, Flüchtlinge aufzunehmen, ohne dass sie ihr Leben riskieren, auch für den Bundestagswahlkampf.
für Parteien der Mitte. Es würde bedeuten, dass Deutschland eine Renaissance der Resettlement, eine Aufnahmekoalition eingehen könnte mit Kanada und mit den Vereinigten Staaten. Wenn Deutschland sagt, wir nehmen jedes Jahr nur 0,05% unserer Bevölkerung, knapp über 40.000 Flüchtlinge durch Resettlement auf, Frankreich macht mit, Österreich, die Schweden machen es ohnehin bereits und andere, dann könnte Europa jedes Jahr 100.000 Menschen Schutz bieten, ohne erst ihr Leben zu riskieren. Und diese Politik wäre mehrheitsfähig. Wenn Sie sich die Umfragen ansehen, dann sehen Sie, dass viele Deutsche sagen, so viele Flüchtlinge wie derzeit kommen oder sogar etwas mehr, ist eine knappe Mehrheit. Eine große Minderheit sagt weniger Flüchtlinge. In diesem Fall hätten Sie weniger Menschen, die irregulär kommen, aber von denen, die kommen, wären die allermeisten Flüchtlinge und könnten damit Schutz von Anfang an erhalten. Und das ist mein letztes Bild. Ich habe mit der Schweiz begonnen. Es gab damals einen Schweizer Beamten, der sich der offiziellen Politik widersetzt hat. Der Polizeichef von St. Gallen, Paul Grüninger. Der sagte, er konnte es nicht übers Herz bringen, Leute nach Deutschland zurückzuschicken und sie dort dem Tod auszuliefern. Diese Intuition, diese Empathie war die Grundidee hinter der Flüchtlingskonvention. Niemanden dem Tod auszuliefern. Und darum ist es so wichtig, dass wir Wege finden, genau das zu erreichen, die mehrheitsfähig sind und die humane Grenzen, wo niemand ertrinkt, niemand misshandelt wird und niemand gebrochen wird, in Europa und dann als Modell weltweit sicherstellen. Und all das finden Sie beschrieben in meinem Buch, auch auf dieser Webseite www.grenzen.eu. Und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Jetzt habe ich natürlich eine ganze Menge Fragen und ich sehe gerade aus dem Publikum, was wir zwar hier nicht sehen, aber was sicherlich zu Hause an den Computern sitzt, ist noch keine Frage gekommen. Deswegen würde ich gleich als erstes wissen wollen oder ich würde gleich gerne mal an das Kanada-Modell anknüpfen, was Sie beschrieben haben, weil ich fand das faszinierend von den Beispielen. Sie haben sehr viele im Buch angeführt, also Sie sind sehr konkret im Buch. Und Sie haben beschrieben, dass eigentlich diese Öffnung Kanadas gegenüber den Flüchtlingen einer privaten Initiative zunächst zu verdanken war. Also dass es jetzt nicht eine politische Entscheidung war, sondern dass es einer einzigen Frau zu verdanken war. Können Sie noch mal kurz diese wirklich faszinierende Geschichte schildern? Ja, also Kanada war bis in die 70er Jahre nicht offener für Flüchtlinge als andere Demokratien. Aber auch in Kanada sah man dann Ende der 70er Jahre die Bilder, diese dramatischen Bilder der vietnamesischen Bootsflüchtlinge. Das sind ja Hunderttausende, die dann nach dem Ende des Vietnamkriegs und der kommunistischen Herrschaft versuchten zu fliehen. Und man sah die Bilder von diesen Zehntausenden, die dann nach Malaysia kamen. Malaysia hat sie zunächst auf Inseln gebracht, wo die Situation katastrophal war, um die Leute zu entmutigen, und hat dann gedroht, das Militär loszuschicken, mit dem Militär, niemanden mehr landen zu lassen. Und diese Bürgermeisterin, gerade gewählt, der Hauptstadt, Marion Duva, sah diese Bilder im Fernsehen. Und sie beschrieb das später an einem Wochenende und sie sagte, da muss man was tun. Wir, unsere Stadt, wir können etwas tun. Und sie rief Leute zusammen und fragte die kanadische Regierung, was die kanadische Regierung vorhat. Und die Regierung sagte, naja, wir haben eigentlich vor, auch was zu tun. Es gibt auch eine Diskussion mit Amerika, jeder soll irgendwas tun. Wir holen 8.000 Menschen. Und die Bürgermeisterin sagte, also ich glaube, meine Stadt kann allein 4.000 Menschen aufnehmen. Und sie begann eine Kampagne und in der Stadt mobilisierten sich viele. Die Kirchen, der Vertreter der jüdischen Gemeinde, Organisationen, quer durch die Stadt. Und sie bekam breite Unterstützung im Gemeinderat. Und tatsächlich wurde dann ein Programm geschaffen, wo Menschen in der Hauptstadt sagen, wir wollen uns um wen kümmern. Und die kanadische Regierung war beeindruckt davon und beschloss damals zu sagen, okay, wenn Bürger Kanadas sich engagieren, jemanden zu holen, dann verdoppeln wir das staatliche Resettlement. Also für jeden, den die Bürger holen, holen wir einen mehr. Das Ergebnis war, in 1,5 Jahren, anstatt 8.000 kamen 60.000 Menschen nach Kanada mit breiter Unterstützung der Bevölkerung. Und dieses Programm existiert bis heute weiter. Und das führt dazu, dass in Kanada diese Aufnahme und nur die Unterschiede zu Deutschland.
Die, die da aufgenommen werden, wissen vom ersten Tag an, sie haben ein Netzwerk und sie wissen, sie bekommen einen Status. Die warten da nicht jahrelang zermürbend auf Asyl. Wir wissen dann auch, dass sie Flüchtlinge sind. Der Staat prüft das. Aber Bürger bieten eine erste Ansprechstation. Kanada hat dieses Modell anderen Ländern präsentiert. Daher entstand dieses Pilotprojekt in Deutschland. Ich glaube, die Zeit ist da, in Europa ernsthaft zu sagen, wir bilden die Staaten, die wollen, wie Deutschland, bilden so eine Koalition mit der jetzigen kanadischen Regierung. Joe Biden, letzter Satz dazu, hat übrigens versprochen, im Wahlkampf jedes Jahr 120.000 Menschen nach Amerika zu holen durch Resettlement. Donald Trump hat das Programm praktisch zerstört. Wenn also Kanada und die Vereinigten Staaten jedes Jahr 150.000 Menschen Flüchtlinge aufnehmen und einige Staaten in Europa sich zusammentun und Ähnliches schaffen, dann wäre das globale Flüchtlingssystem ein anderes. Und dann könnte man auch an Länder appellieren, die bis jetzt gar nichts tun. Viele neue, reiche Staaten, die vor 30 Jahren arm waren. Aber vorschreiben kann man es niemandem, man muss vorangehen. Weil man fragt sich ja wirklich, also wenn das jetzt so ein tolles, erprobtes Modell wie in Kanada gibt, und das ist ja nicht erst in diesem Jahr passiert, sondern es ist ja schon etwas zurückliegend, warum hat das nicht so schnell Schule gemacht? Warum haben nicht andere Staaten gesagt, wir organisieren es gleichermaßen? Können Sie sich das erklären? Ich glaube, eine der zentralen Fragen ist, gelingt es, mehr Menschen regulär aufzunehmen, auf humane Art und Weise, und gleichzeitig irreguläre Migration zu reduzieren? Und zwar vor allem die irreguläre Migration von vielen, die sich auf den Weg machen aus verschiedenen Gründen, die ihr Leben riskieren. Oft sind das die unternehmerischsten, die mutigsten. Es müssen starke Menschen sein, die das überleben. Ich habe mit vielen gesprochen in Libyen. Das ist die Hölle. Die waren ein Jahr gefangen als Sklaven, bedroht, vergewaltigt, misshandelt. Die es dann aber schaffen, die aber keine Flüchtlinge sind, die am Ende nicht anerkannt werden nach einem fairen Verfahren. Und eines der Probleme ist, wer dann jahrelang auf eine endgültige Asylentscheidung wartet, hat natürlich in der Zwischenzeit auch hier wieder ein Leben aufgebaut. Ich kenne tausende Gambier, jetzt in Baden-Württemberg, auch das beschreibe ich in meinem Buch, die jetzt jahrelang hier sind. Ihre Regierung will sie nicht zurücknehmen, weil es extrem unpopulär ist in der Bevölkerung. Die sind da und es wäre jetzt fast unmenschlich, sie nochmal zu entwurzeln. Gleichzeitig sagen aber viele Leute zu Recht, wenn jetzt kein Unterschied mehr da ist zwischen denen, die Schutz brauchen und denen, die keinen Schutz brauchen, bedeutet das ja eigentlich entweder offene Grenzen oder jeder, der überlebt, es ist ein russisches Roulette, jeder, der diese schreckliche Reise überlebt, kommt her. Wir brauchen also zwei Pfeiler. Mehr Menschen aufnehmen durch Resettlement, mehr Menschen helfen, die fliehen müssen in ein Nachbarland, in den meisten Fällen, indem wir diese Länder unterstützen, wie ja auch die Syrer in der Türkei von der EU in den letzten Jahren unterstützt wurden. Das sollte ein Modell sein für andere. Aber auch dafür sorgen, dass sich weniger Menschen auf diese lebensgefährliche Reise machen und irregulär kommen, die am Ende gar keinen Schutz bekommen. Und wenn man das kombiniert, also Kontrolle und Empathie und Schutz, das, was Australien versucht hat und nicht geschafft hat, mit den Folgen, die wir heute sehen, und wenn Deutschland hier vorangeht mit einer Gruppe von Staaten, dann hätten wir endlich ein System, wo weniger sterben, das trotzdem Kontrolle verspricht, das nicht offene Grenzen hat. Wir haben Kontrolle, es kämen dann weniger irregulär, aber es kommen mehr, die Schutz brauchen, zu uns. Und die Zahlen sind, also ich sage es nochmal, 0,05%. Die AfD hat sich schon lustig gemacht über diesen Vorschlag, weil die Fluchtursachenkommission, der ich auch angehört habe, hat den Vorschlag aufgenommen. Sie sagen, das klingt zu wenig. Ja, weil es wenig ist. 40.000 Menschen im Jahr. Ich bin überzeugt, es gibt genug Bürger in Deutschland. Wenn man sagt, 20.000, die Hälfte davon wären durch Patenschaften. Es gäbe genug Städte, die sagen, wir engagieren uns. Die Leute würden einreisen mit dem Flugzeug, man würde es nicht bemerken. Sie hätten ein Netzwerk, sie wüssten vom ersten Tag an, dass sie Deutsch lernen müssen. In Kanada hat das dazu geführt, dass jeder irgendwen kennt, der wen aufgenommen hat. Und dadurch die Popularität des Programms in der Bevölkerung ganz tief verwurzelt ist. Was ich im Buch entnommen habe, und das finde ich eben das wirklich Frappierende an diesem Problem, ist, dass in Staaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Meinung darüber, wie viele Flüchtlinge man aufnehmen kann, stark differiert. Und dass diese Meinung nicht unbedingt an den
praktischen Tatsachen sich orientiert, sondern ganz oftmals von internen Stimmungen, von Vertrautheiten auch. Also wer kommt zu uns, sind es jetzt uns Nahestehende oder nicht? Und Sie haben auch geschrieben, dass die Rolle der erzählten Geschichten, die man sich also in den Staaten über die Ankommenden erzählt, auch eine ganz wichtige ist. Und Sie haben auch noch einen Richard Rorty, glaube ich, zitiert, der gesagt hat, dass der Mensch also Empathie empfindet, das liegt in seiner Natur, aber dass er Solidarität empfindet, das ist eine Frage der Kultur. Und Sie sagten auch, beides ist lernfähig. Jetzt wollte ich Sie noch mal nach den Geschichten fragen. Welche Geschichten brauchen wir, damit die Staaten, ich will nicht sagen gezwungen werden, aber damit politische Entscheidungen so getroffen werden, dass Länder Flüchtlinge aufnehmen können, weil es sind ja meistens wirklich wirtschaftlich gut prosperierende Länder, also man könnte da durchaus mehr machen. Ja, die Frage. Ja, also das ist wahrscheinlich die zentrale philosophische Frage in dieser Debatte, und ich habe versucht, das in dem Buch auch klarzumachen. Und Richard Rorty bezeichnet sich ja selbst als Pragmatiker, aber er hatte einen enorm moralischen Ansatz. Seine Idee war, es gibt Empathie, das ist natürlich, aber damit wir sie anwenden, damit sie zum Handeln führt, brauchen wir eine Geschichte, die in anderen jemand etwas sieht, was uns verbindet. Das kann einfach nur der Kontakt sein. Also Seenotretter, die Leute aus dem Meer holen, verstehen nicht. Und ich verstehe die Seenotretter, die das nicht verstehen, dass ganz Europa nicht sagt, jetzt haben wir diese Leute vor dem Tod gerettet, wie kann man jetzt nicht Empathie empfinden für diese Menschen? Wenn ich einen afghanischen Flüchtling in Athen treffe und wir reden einen Abend, dann in dem Moment habe ich einen anderen Bezug zu der Person. Dann bin ich dafür, diese Person nicht mehr abzuschieben. So geht es ja auch vielen Gemeinden. Das sind dann Westafrikaner, die dann keinen Schutz bekommen nach vielen Jahren Verfahren, und die Nachbarn und Freunde und Bekannten sagen, wieso die Leute abschieben. Wir haben also eine Beziehung zu den Leuten, weil wir sie kennen. Das reicht aber nicht für eine staatliche humane Politik, weil die allermeisten Menschen kennen wir nicht. Also ich habe keine große persönliche Anteilnahme für Leute, die Fürchterliches erleiden derzeit in Nordsyrien, weil ich die Menschen nicht kenne. Diese Beziehung könnte man herstellen, aber das ist nicht die Grundlage für eine rechtsbasierte Politik. Was wir dafür brauchen, ist eine größere Geschichte, die über das Persönliche hinausgeht. Jetzt ist es so, manchmal ist diese Geschichte, das sind unsere Brüder und Schwestern. Rorty sagt das ja. Die wir als Brüder und Schwester sehen, die nehmen wir auf. Für Israelis, Juden, die aus der Sowjetunion kommen wollten, da war nie eine Frage, wie viele können wir nehmen? Alle. Für die Deutschen, die Aussiedler, die kommen, das war sogar im Grundgesetz, die nehmen wir auf. Für Frankreich, 1962, als Frankreich Algerien unabhängig wurde und 1 Million Pieds Noirs, also Franzosen, Christen und Juden, die in Algerien gelebt hatten seit Generationen, fliehen mussten oder wollten, hat Frankreich 1 Million aufgenommen in 4 Monaten. Das war keine Frage. Die kleine Gruppe von muslimischen Franzosen, die mit Frankreich gekämpft hatten, die in Lebensgefahr waren, aber Muslime waren, hat Frankreich nicht aufgenommen. Entgegen aller Gesetze und seiner eigenen Verfassung. Das ist dann das zweite Problem. Wenn wir uns auf das Gefühl von fast Stammesdenken, Leute, die mit uns verwandt sind, die wir als Nation, als Brüder, im Geiste, wenn wir uns nur darauf stützen, dann begehen wir auch Unrecht. Also brauchen wir die dritte Geschichte. Und das ist die Geschichte der Flüchtlingskonvention. Die Geschichte, die sagt, wir können nicht alle Menschen aufnehmen, wir haben aber wir nehmen die auf, wo wir nach einer seriösen Prüfung feststellen, wenn wir es nicht tun, dann werden sie verfolgt. Und das kann gut funktionieren, solange Leute das Gefühl haben, es wird ernsthaft gemacht. Darum sagen ja auch viele, die dieses System aus den Angeln heben wollen, man kann gar nicht unterscheiden zwischen Flüchtlingen, die kommen alle aus wirtschaftlichen Gründen. Einerseits höre ich das manchmal von Leuten, die sagen, wir wollen eigentlich offene Grenzen. Also eigentlich ist jeder, der in Nigeria lebt und arm ist, sollte das Recht haben zu kommen. Da ist es gemeint als Argument für mehr Mobilität. Aber ich höre es auch von ganz rechts, wo Leute sagen, man kann nicht unterscheiden, also niemanden nehmen. Und daher ist die Konvention so wichtig. Zu sagen, wir entscheiden, weil wir die Geschichte, die wir uns erzählen, ist, wir haben gelernt aus unserer eigenen Vergangenheit, was es bedeutet, Individuen in den Tod zurückzuschicken. Wir haben das in Mitteleuropa erlebt.
Das wollen wir nicht, das ist Teil unserer kulturellen Identität. Wir wollen sogar andere in der Welt davon überzeugen, dass die, die diese Kriterien, auf die zutreffen, geschützt werden. Und diese Geschichte ist jetzt nicht so emotional, dass wir sagen, wir kennen die Leute alle oder die sind mit uns verwandt oder das sind unsere Religionsgruppe, unsere Entität, unsere Nationalität, unsere... Nein, das ist eine Geschichte, das sind einfach nur Menschen, aber wir wissen, was sie erleiden, damit können wir uns identifizieren und wir denken zurück an die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, der Menschen, die zurückgestoßen wurden und sagen, nicht mit uns, nicht mit dieser Generation, nicht noch einmal. Und da hat Rorty, glaube ich, absolut recht, wenn er sagt, er nennt es sentimentale Geschichten, aber in Wirklichkeit sind es ja Geschichten aus der Wirklichkeit, die müssen wir auch erzählen. Wir müssen immer wieder daran erinnern, warum haben wir so etwas wie die Flüchtlingskonvention? Ein anderer Fakt, der mir aufgefallen ist in Ihrem Buch, es gibt Recht, es gibt Gesetze, es gibt Konventionen und dennoch halten sich Staaten nicht unbedingt daran. Sie haben das Beispiel gebracht der DDR-Grenze damals. Viele Flüchtlinge, die über die Grenze wollten, sind erschossen worden. Und ich war erschüttert zu lesen, dass es eigentlich sogar in der DDR ein Verbot gab zu schießen. Und zwar, das war gesetzlich verankert. Also vielleicht können Sie das ganz kurz noch mal erläutern. Also Ja, das ist ja eine der spannenden Fragen. Was darf ein Staat an der Grenze? Und jetzt wissen wir, die DDR hat eben diese tödliche Mauer gebaut mit dem Schießbefehl. Auf eine absurde Art und Weise, aber das war natürlich die Absicht, war das ja eine sehr effektive Kontrolle. Es kamen jedes Jahrzehnt weniger Menschen über die Mauer irregulär nach Deutschland, weil sie tödlich war, weil Menschen erschossen wurden, weil Menschen ums Leben kamen. Als die DDR Geschichte war, kam das Ganze vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und in wirklich bemerkenswerten Urteilen hat der Menschenrechtsgerichtshof zwei Dinge gesagt. Es gibt gewisse Dinge, die darf kein Staat. Aber im Fall der DDR kommt noch dazu, dass das, was da an der Grenze passierte, sogar nach DDR-Recht Unrecht war. Also es im DDR-Recht über den Gebrauch von Waffen an Grenzen war das, was diesen mit dem Schießbefehl den Grenzwächtern aufgetragen war, illegal. Also es gibt Grenzen für das, was Staaten an ihren Grenzen tun dürfen. Und daran denke ich heute natürlich auch, wenn ich sehe Bilder, wo an europäischen Grenzen in den letzten zwei Jahren zu Waffen gegriffen wurde wieder. Wo an manchen Grenzen Unbewaffneten, die über die Grenze kommen, die Arme gebrochen werden, sie mit Gewalt zurückgestoßen werden. Das ist genau das, was rechtlich verboten ist. Heute so wie damals in der DDR. Aber damit Gesetze durchgesetzt werden, braucht es mehr als nur das Gesetz auf dem Papier. Ich würde mich nie zu viel auf Gerichte verlassen. In Deutschland hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Verwaltungsgerichte sagen, das geht nicht, das geht nicht. Der Verfassungsgerichtshof schützt die Menschenwürde auch von Menschen, die zurückgeschickt werden sollen. Also in Deutschland hat man sehr oft das Gefühl, das ist ein großes Privileg, wenn wir eine Konvention haben, wenn wir ein Gesetz haben, dann gibt es Gerichte, die schützen das, auch gegen staatliche Willkür. Das reicht. Aber was wir sehen, wenn wir durch Europa blicken, ist in vielen Fällen, dass auch Gerichte sich anpassen an die Stimmung. In Amerika, der höchste amerikanische Gerichtshof, der Supreme Court, das Zurückstoßen von Menschen aus Haiti, die von der amerikanischen Marine aufgegriffen wurden, und ohne Prüfung in das Haiti der Duvaliers, dieser Diktatoren, wo gefoltert und gemordet wurde, ohne Prüfung die Menschen zurückgeschickt. Und der höchste Gerichtshof in Amerika, Supreme Court, hat das 1993 in einem Urteil gesagt, das ist okay. Also auch Gerichte können sich mit der politischen Stimmung wenden. Und daher glaube ich, dass es letztlich diese Fragen, diese Geschichten, diese Empathie in der Bevölkerung, dieses Gefühl, wer wollen wir sein als Gesellschaft? Dass das die Grundlage sein muss, damit die Gesetze und die Konventionen dann auch Wirkung haben. Nun könnte man noch fragen, wie lange brauchen wir eigentlich überhaupt noch Grenzen zwischen Staaten? Also ich meine, die EU hat es vorgemacht, also dass man Grenzen auch sukzessive abbauen kann. Sie haben ganz klar in Ihrem Buch gesagt, solange es noch Staaten gibt, werden Grenzen notwendig sein, also wird man Grenzen haben. Sie sprechen von humanen Grenzen. Können Sie das noch mal näher definieren? Was ist für Sie eine humane Grenze? Wo,
ist der Übergang zwischen einer inhumanen und einer humanen Grenze? Also ich glaube, die europäische Geschichte zeigt uns das perfekt. Eine inhumane Grenze ist die Grenze zwischen der Schweiz und dem Dritten Reich, wo Menschen zurückgestoßen werden. Eine inhumane Grenze ist das zentrale Mittelmeer oder das Mittelmeer überhaupt heute, wo jedes Jahr Hunderte, ja Tausende in den letzten Jahren sterben. Und eine inhumane Grenze ist eine Grenze, an der das Recht auf Prüfung von Asylgründen oder die Behandlung von Menschen, die kommen und Asyl beantragen, so stattfinden, dass Menschen sich sagen, ich bleibe lieber in Libyen, in der Türkei, in Afghanistan, weil in Europa werde ich unmenschlich behandelt. Also eine inhumane Grenze setzt auf Abschreckung durch inhumane Behandlung. Eine inhumane Grenze ist ein Massengrab wie das Mittelmeer für Menschen, die mit ihren Schiffen kentern. Und eine inhumane Grenze ist eine Grenze, wo Menschen den Henkern ausgeliefert werden. Das sind unsere Gesetze. Also das ist nicht meine Erfindung, das ist nicht irgendwie idealistisches Herumreden. Das sind die Gesetze, die wir haben. Das müssen wir umsetzen. Damit wir das aber schaffen, müssen wir uns anstrengen. Aber Zivilisation ist immer Anstrengung. Wir müssen Institutionen schaffen. Wir müssen Seenotretter haben, wir müssen Asylsysteme haben, wir brauchen Diplomatie, um Leute auch zurückzuschicken, die keinen Schutz brauchen. Wenn wir das erreichen, was wir in Europa geschafft haben, nämlich unsichtbare Grenzen, es gibt weiter eine Grenze, wir haben es mit der Pandemie gesehen, auf einmal wird an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland wieder kontrolliert. Auf einmal haben die Menschen wieder Angst. Auf einmal kann ich nicht mehr von Österreich nach Deutschland oder von Deutschland nach Polen reisen. Die Grenzen sind ja immer da. Aber die Grenzen sind die meiste Zeit in Europa unsichtbar. Das zu erreichen ist die höchste Stufe. Und wenn man sich genau anschaut, wie das gelungen ist, das hat 45 Jahre gebraucht. Vom Beginn der europäischen Integration 1950, als junge Idealisten schon demonstriert haben, ich beschreibe die Geschichte an der Grenze in der Pfalz zu Frankreich, wo sie gesagt haben, weg mit den Grenzkontrollen, 1950. Diese jungen Idealisten haben erlebt, dass diese Grenzkontrollen weg waren, da waren sie schon im Pensionsalter, nämlich 45 Jahre später. Dann entstand mit Schengen der grenzenlose Raum in Europa. Damit Staaten dem zustimmen, dass heute niemand mehr ertrinkt in der Oder, wie in den 90er Jahren, als Menschen noch ertrunken sind, die versucht haben, irregulär nach Deutschland zu kommen aus Polen. Viele Rumänen vor allem oder Menschen aus Asien. Heute ertrinkt da niemand, weil da niemand mehr kontrolliert. Damit wir da hinkommen, brauchen wir Vertrauen. Wir brauchen Kooperation, wir brauchen Institutionen. Und wir brauchen ein Argument der Innenminister, die das vorangetrieben haben, das Aufheben von Grenzkontrollen macht uns nicht unsicherer. Und ich gebe ja da ein Beispiel in meinem Buch von der Volksbefragung, dem Referendum in der Schweiz. Soll die Schweiz Schengen beitreten? Jetzt wissen wir, die Schweiz ist ein sehr stolzes Land, sie ist nicht der EU beigetreten, aber sie hat Grenzkontrollen aufgegeben, freiwillig. Wieso? Diese Frage kann man jedem stellen, der sagt, Menschen natürlicherweise wollen Grenzen kontrollieren. Wieso haben die Mehrheit der Schweizer in der Volksbefragung im Referendum gesagt, wir geben die Grenzkontrollen auf? Weil die Argumente waren, ohne Grenzkontrollen, aber durch Kooperation mit den Nachbarn, sind wir sicherer. Das waren die Argumente in der Kampagne. Es ist total spannend zu sehen, wie man diese Mehrheit zustande brachte. Und ich glaube, mit den gleichen Argumenten könnten wir heute sagen, geben wir doch die Visapflicht für Tunesier auf, wenn es uns gelingt, durch Kooperation mit Tunesien, unsere Sicherheit zu erhöhen, dass Tunesien einen Amri, einen gefährlichen Terroristen, der ja jahrelang hier war, den wir nicht abschieben konnten, sofort zurücknimmt. Dass Tunesien mit uns kooperiert bei der Kontrolle, auch bei der Rücknahme von irregulären Migranten, von Ausreisepflichtigen. Da haben wir mehr Sicherheit. Aber dafür dem tunesischen Studenten oder dem tunesischen Geschäftsmann oder der tunesischen Touristin, die einfach nach Europa reisen will, wie die konnten bis in Anfang der 90er, die Möglichkeit geben, legal zu reisen, so wie wir das tun. Diese Argumente kann man nur gewinnen, wenn man Mehrheiten, Parlamenten, Bevölkerungen und Regierungen sagt, mehr Mobilität führt nicht zu Kontrollverlust. Dann ist Mobilität, dann sind unsichtbare Grenzen möglich. Etwas anderes, was Sie noch angesprochen haben, was sehr, sehr wichtig ist, das sind die Asylverfahren selbst. Und zwar
Also die Asylverfahren hängen ja sehr oft von personellen Entscheidungen ab. Also das heißt, es sitzt einer, der den Asylanten betrachtet, begutachtet, seine Geschichte anhört. Es ist sehr von der privaten Verfassung oft auch abhängig. Also wie beurteile ich denjenigen? Ist er mir sympathisch oder nicht? Das sind Sachen, die unterschwellig eine Rolle spielen. Und es gibt da, und das ist oft bemängelt worden, uneinheitliche Beurteilungen. Also es gibt Stellen, da werden sehr viele Asylanten abgelehnt. Es gibt andere Stellen, da werden sehr viele Asylanten ins Land gelassen. Sie sagten, da ist es unglaublich wichtig, Verfahrenstandards zu entwickeln und anzuwenden. Wie weit ist man da eigentlich inzwischen gekommen? Also ich glaube, das ist tatsächlich, wenn es um die Umsetzung der Ideen geht, über die wir sprechen, humane Grenzen, die zentrale Frage. Wir wollen das Recht auf Asyl schützen. Dazu brauchen wir Behörden, die das anwenden. Das sind menschliche Behörden. Vor allem, wenn auf einmal die Behörde das Budget sich verfünffacht, wie in Deutschland, als die Zahl der Asylanträge ja dramatisch gestiegen ist, 2015, 2016, da muss man viele neue Leute anstellen. Jetzt will man aber, dass diese Behörde und die Entscheidungen, die diese Menschen treffen, die diese Kriterien anwenden auf konkrete, komplizierte Geschichten, dass diese Entscheidungen nicht davon abhängen, wer da jetzt in welcher Verfassung der Person gegenüber sitzt. Also braucht man Standards, man braucht klare Leitlinien, wo vorgegeben wird. Man braucht Kontrollmechanismen für die Qualität, dass nicht eine Person allein entscheidet, sondern dass es dann noch Überprüfungen gibt. Man hat natürlich zusätzlich dann immer die Möglichkeit der Berufungen vor Gericht. Das ist ja auch essentiell für die Qualität. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die so viele, so schwerwiegende Entscheidungen treffen in der Verwaltung eines modernen Staates wie die Männer und Frauen in einer Asylbehörde. Das ist wichtig, da muss man investieren, da muss man lernen. Das Ziel muss sein, dass diese Entscheidungen so fair wie möglich sind. Am Ende ist es immer ein menschliches Ermessen. Und ich glaube, dass hier Deutschland in den letzten Jahren bei aller Kritik, die ich natürlich lese und viele Asylanwälte, die Betroffenen vertreten, können mir aufzählen, was alles schiefläuft in Deutschland im Asylwesen. Ich sage dann immer, welches Asylsystem der Welt ist besser? Oder konstruktiver gefragt, in welchen Aspekten sind andere Systeme besser, damit man es auch hier verbessern kann? Ich würde sagen, Deutschland ist hier weltweit führend. Es ist nicht nur, dass Deutschland so viele Entscheidungen trifft. Ich glaube, ich war ja mehrmals auch im BAMF in Nürnberg, dem Hauptquartier, der Zentrale dieser größten Asylbehörde der Welt. Die war in den letzten Jahren in Deutschland und habe gesehen, wie die Standards dort entwickelt wurden, auch für Qualitätssicherung, wie viel mehr Leute sich darum kümmern. Das ist alles immer, nichts ist perfekt und alles kann immer zusammenbrechen unter politischem Druck, unter Vernachlässigung. Aber ich würde mir wünschen, dass das, was das BAMF an Erfolgen hatte, dass das jetzt nicht wieder abgebaut wird. Dass man im Gegenteil sagt, eigentlich ist das, was Deutschland hier geschaffen hat, geleistet hat, zu zeigen, wie man viele Asylverfahren dann am Ende doch fair entscheiden kann, dass das ein Modell sein müsste für andere. Wir bräuchten mehr Asylbehörden in der Welt, denn ohne Asylbehörden weltweit, auch in Ländern außerhalb Skandinaviens und Mitteleuropas, hat die Flüchtlingskonvention keine Zukunft. Gibt es da schon eine enge internationale Zusammenarbeit? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Also das liegt natürlich daran, Asylbehörden sind fast per Definition Behörden, die nach innen blicken. In Europa versucht man das aufzubauen, aber der Austausch etwa jetzt zwischen dem, was in Spanien passiert und dem, was in Deutschland passiert. Ich war mehrmals in Italien bei der Chefin der italienischen Asylbehörde. Es gibt im Rahmen der EU da Programme, es werden Informationen ausgetauscht, aber man müsste hier viel, viel mehr, und ich würde mir das auch wünschen von der Wissenschaft, ich würde mir das wünschen von Aktivisten, viel konstruktiver an das Thema herangehen. Es bringt nichts, wenn wir nur darauf hinweisen, wie Asylsysteme oder Asylbehörden versagen, denn am Ende führt das nur zu dem Zynismus, der dann sagt, ja, wenn das selbst in Deutschland nicht klappt, ja, dann schaffen wir es doch gleich ab. Also das sagen ja manche rechts. Die sagen, das ist diese Flüchtlingskonvention, Asylrecht ist ein Erbe der Vergangenheit. Nein, wir müssen sagen, wir haben ja auch Gerichte nicht abgeschafft, nur weil es Fehlurteile gibt.
der ganze Rechtsstaat beruht auf der Idee, dass manche Richter den anwenden. Auch Asylbehörden, man kann sie verbessern. Man muss zeigen, dass man Entscheidungen auch schneller treffen kann. Eines der großen Versagen vieler europäischer Institutionen ist, ähnlich wie bei Gerichten, dass es, wenn es jahrelang dauert, bis wir eine endgültige Entscheidung haben, dann ist es auch immer grausamer, dann am Ende eine negative Entscheidung zu treffen, weil man ja dann Menschen ein zweites Mal entwurzelt. Hier zu lernen, was machen die Schweizer richtig, was machen die Norweger richtig, was haben die Niederländer gut gemacht, was kann man aus Frankreich lernen, was hat Deutschland geleistet? Die Debatte über Asyl, und zwar sehr praktisch, die brauchen wir. Eines der finalen Kapitel im Buch heißt Europa als Leuchtturm. Und ich würde gerne mit einem Zitat, gestatten Sie mir, dass ich das vorlese, oder ja. Ich kann es Ihnen auch gerne. Würde gerne mit einem Zitat von Ihnen schließen, weil das, glaube ich, so ein guter Ausblick ist über das, was eigentlich zu tun ist noch. Und zwar schreiben Sie, das internationale System zum Schutz von Flüchtlingen erinnert heute an den unvollendeten Dom von Brunelleschis Reise nach Rom. Es gibt eine Vision, Menschen, die vor Verfolgung und Gefahren flüchten, Sicherheit zu geben und sie würdevoll zu behandeln. Es gibt einen Bauplan, die Genfer Flüchtlingskonvention, ihre Weiterentwicklung in verschiedenen Kontinenten, dazu die Antifolterkonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. Es wurden in den letzten Jahrzehnten tragende Institutionen geschaffen, der UNHCR, dazu nationale Asylsysteme in immer mehr Ländern der Welt. Doch es fehlen eine Kuppel und ein Bauplan, um dieses halbfertige Gebäude auch bei politischen Stürmen vor Winter und Regen zu schützen. Das Loch im Gebäude, das ist die Unfähigkeit der meisten Staaten, fair, seriös und schnell zu entscheiden, wer Schutz braucht und wer nicht. Und die gezielte Mobilisierung von Ressourcen, um Schutzbedürftigen weltweit ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Also, das heißt, es bleibt viel zu tun. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.